Okay, jetzt scheint es so, als könnten wir weitermachen. Die erste Frage. Also ich habe zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf Ihren Nebensatz, dass Sie in diesen Bewegungen eben auch ein freies, aber auch kommunistisches Potenzial, wenn ich das richtig verstehe, sehen, und zwar auch ohne Planungszentrale was erreichen zu können. Also da hätte ich einfach noch ein paar Ausführungen, wo Sie das mit dem Begriff verbinden, weil Sie jetzt immer nur abgegrenzt haben zu anderen Sachen, was also in die Richtung aus Ihrer Meinung geht, was das Emanzipatorische oder Antikapitalistische oder weiß ich, was Sie für Begriffe gebrauchen. Das ist die eine Frage. Und die zweite, diese Bewegungen, die sind ja einfach eine unglaubliche Chance. Also ich glaube, keiner hätte damit gerechnet, dass im Nahen Osten sowas passiert in den Jahren, was jetzt in Ägypten und an den anderen Stellen an Demokratiebewegung ist oder in Lateinamerika. Ich frage mich, welche Rolle da eine Solidaritätsbewegung, eine neue, haben könnte, ohne die dann irgendwie zu majorisieren oder in Beschlag zu nehmen für bestimmte Richtungen. Also ich meine jetzt, Ihre Lateinamerika kannte ich nicht, Ägypten habe ich ein bisschen näher gebracht bekommen, Spanien kannte ich und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, bräuchte das nicht von unten auch ein Echo, ohne sich da einzumischen? Und wie könnte das dann auch bei uns Rückkopplung geben? Da waren. Das war also ein Dauermarathon an Reden und so weiter. Und das Volk wurde mit Busten das Land herbeigekarrt. So, und was ich dann also zum Schluss noch erlebt habe, als das zum Ende ging und Chavez das aufgesprochen hat, dann nach etwa 8 bis 9 Stunden Redemarathon, auf erhöhten Sitzen, so wie beim Tennis, war das präpariert mit Presspaketen. Das war für mich eine Assoziation rot um Spiele. Jetzt die Frage ist, die sich für mich stellt, ich hatte dann auch mit einigen Leuten unterhalten, so die auch so im links- und abhängigen Bereichen ständig waren und die so ähnlich das auch sagen. Inwieweit kann man das vergleichen, dass dort was dieser Chavismus, oder wie man das bezeichnen mag, sowas wie an ein Gefühl anknüpft, was man so mit national sozialisierendes Volksgemeinschaftsgefühl. Und wo besteht da der Unterschied zu den sogenannten Volksgemeinschaft à la Nationalsozialismus bei uns, so wie ihn zum Beispiel der jetzt für die Berliner Zeitung schreibt, der ist ja jetzt kombiniert. In welchem Land? Der dafür schreibt, er ist jetzt, also, der immer die Kolumnen schreibt, also, der auch früher in der Taz geschrieben hat, also, so in dieser Richtung, oder gibt es doch da Unterschiede? Dann nochmal die Frage Kolumbien, da wollte ich auch ein bisschen differenzierter, weil da ist es doch so, wenn man dort die FARC, so als linke Guerillabewegung im Kontext mit Finanzierung, Drogen, organisierte Kriminalität, diese ganze Gemengelage ist so undurchsichtig und von daher auch nicht vertrauenswürdig, kann man dann so einfach so klassisch links argumentieren, im Sinne hier die sogenannten Avantgarde-Linken, so Lateinamerikas und die gescheitert sind. Und jetzt sich umstellen und so weiter. Und inwieweit ist da auch eine Sondersituation auf Kolumbien bezogen? Und nochmal auf Bolivien bezogen, da war ich auch zweimal durchgereist, von Nord nach Süd, Ost, West und so weiter, habe auch die Unterschiede gemerkt zwischen Tiefland Bolivianer und im Hochland und den Indigenen
Bevölkerungsgruppen, inwieweit ist da ein Spezifikum da, wo man aufgrund dieser verschiedenen Ethnien und da, wo sich dann halt nur eine Ethnie dann in die Spitze setzt, und gibt es da auch einen Common Sense, oder ist der herstellbar zwischen den verschiedenen, verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder Ethnien oder wie auch immer, wie man das bezeichnet. Also zum Beispiel diese damalige Herrschaft, die überwiegend in Santa Cruz im Tiefland, gegenüber den damals benachteiligten und so, und es hat ja relativ wenig eine Alternative, wenn es vielleicht da hinten der junge Herr, ja. In dem, was du gerade gesagt hast, stand ja sehr stark im Zentrum dieser Moment des spontanen Bruchs. Jetzt habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Dein Buch heißt ja nicht der kommende Aufstand, sondern nach dem Kapitalismus. Und auch Slavoj Žižek hat letztens auf einer Veranstaltung gesagt, ihn würde gar nicht so sehr dieses Moment des spontanen Bruchs interessieren, sondern eigentlich, wie man so einen Bruch in eine postkapitalistische, postrevolutionäre Ordnung überführt. Also du führst in deinem Buch ja in diesen Begriff der konkreten Utopie von Bloch ein und irgendwie damit. Und da würde mich interessieren, irgendwie, was findest du daran wichtig, warum benutzt du diesen Begriff und inwiefern ist es vielleicht notwendig, mit diesem Bilderverbot der kritischen Theorie zu brechen und tatsächlich sich auch wieder kreativ irgendwie Gedanken darüber zu machen, wie eine postkapitalistische Gesellschaft aussehen kann. Natürlich immer damit irgendwie selber das umsetzen, wie kann das konkret aussehen und nicht irgendwie da irgendwelche Wolkenkuckucksheime zu zimmern. Vielleicht fange ich mit dem letzten Hinweis an. Ich glaube, das ist wenn man sich die Geschichte der Utopien anguckt, dann stellt man fest, dass sie, das kann man schon an Thomas Morus und Campanella, an diesen beiden Büchern Utopia und Sonnenstaat heißt das, glaube ich, von Campanella festmachen. Das eine ist irgendwie eine naiv-freundliche und deswegen auch ein bisschen irrelevante Beschreibung eines Idealzustands der Harmonie. Und das andere ist die Durchplanung des zukünftigen Arbeitstages in der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft. Das bedeutet was? Also entweder man versteigt sich beim Reden über Utopien in idealistische Bedeutungslosigkeit, Belanglosigkeiten. Das finde ich ein bisschen, könnte man das vielleicht sagen über Michael Alberts Paracon. Das ist ja sehr freundlich, aber das ist so ein bisschen belanglos. Das hat so wenig zu tun mit der Welt, in der wir uns befinden. Und zum anderen gibt es dann eben aber auch den großen, sehr konkret durchdachten Entwurf, der dann der Gesellschaft auch aufgeherrscht werden muss. Und ich glaube, dass der Leninismus, obwohl man Lenin ja nicht vorwerfen kann, dass er ein klares Gebilde davon hatte, wo er hin wollte, aber das kann man dem Leninismus vielleicht auch ein bisschen vorwerfen, dass dann eigentlich so die technokratischen, zumindest später dann die technokratischen Entwürfe der Gesellschaft aufgeherrscht wurden. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, warum es sehr vernünftig ist, mit der Utopie skeptisch zu sein. Weil Marx wird ja nicht umsonst so ein großer Bogen drum gemacht. Also nicht nur die kritische Theorie, sondern auch Marx macht einen sehr großen Bogen drum. Jetzt ist die andererseits aber natürlich so, klar, um Gegenhegemonie aufbauen zu können, muss man sich verständigen über Bilder und über Begriffe. Also muss man auch konkret über Begriffe reden. Das ist auch ein bisschen, warum Bloch so rumeiert. Ne? Der Bloch, der braucht ja da 1600 Seiten. Da merkt man, er ist auch so. Eigentlich findet er das ganz toll, diese Utopien, aber andererseits hält er sich ja für einen Marxisten und versucht es irgendwie materialistisch anzubinden und deswegen ist das so ein... Dieses Rumgeeier, finde ich, ist nach wie vor hochaktuell. Also ich stelle mir die Frage auch öfter, aber das, was ich bisher so als Antwort mir so zurechtlege, ist, man sollte sich nicht auf das Feld begeben, zukünftige Gesellschaften zu konzipieren. Aber auch wenn man die aktuellen gesellschaftlichen Beiträge anguckt, Cockshott Cottrell zum Beispiel, der Computersozialismus oder Heinz Dietrich, Sozialismus 21. Jahrhunderts, oder sowas, das ist alles so lächerlich. Also das ist wirklich, da ist es dann fast, schämt man sich fast, ein Linker zu sein, wenn man das liest. Also dieses
beschreiben ist es offensichtlich nicht. Man muss also eher, das Buch versucht es ja dann auch, die Transitionspotenziale, die Übergangspotenziale, Überwindungspotenziale in der Gesellschaft aufzuspüren. David Harvey hat einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, den ihr im Supplement für Sozialismus veröffentlicht habt. Wirklich schöner Aufsatz. Ich habe leider den antikapitalistischen Übergang organisieren, heißt er. Ne? Kurzer Aufsatz, sehr prägnant eigentlich und auch sehr nah an Marx. Ne? Marx sagt, der Kommunismus ist die ungefähr zusammengefasst die reale Bewegung, die wirkliche Bewegung, die von den konkret vorhandenen Voraussetzungen ausgeht. Konkret vorhandene Voraussetzungen bedeutet, es muss schon eine Praxis da sein, ansonsten macht es keinen Sinn, sich groß drüber zu unterhalten, weil dass sich die Leute in Räten zusammentun können, ist belanglos, wenn die Leute es nicht schon tun. Also wir können sagen, die Rätedemokratie ist ein Modell insofern, als die Leute es ja schon praktizieren. Gucken wir uns an, was die in Spanien für Erfahrung sammeln. Oder also wir sind eigentlich dran gezwungen, darauf zurückgeworfen, uns über reale soziale Praxen zu verständigen und auch über ihre Probleme natürlich. Ne? Also wir haben nicht die Situation, dass wir sagen können, in den Arbeitskämpfen, so wie das Marx vielleicht noch gemacht hat, in den Arbeitskämpfen entsteht schon das Klassenbewusstsein des Proletariats, aus dem ergibt sich die neue Gesellschaft. Wir wissen heute so geradlinig, es ist nicht heute, können wir uns aber über das Scheitern dieser Ansätze, das teilweise Scheitern unterhalten. Das heißt, wir sollten sehr gut wissen, was ist mit den Genossenschaftsbewegungen passiert, was gab es und gibt es für positive Momente da drin? Was gibt es aber auch für Gründe des Scheiterns? Wo sind die Grenzen? Wir sollten wissen, dass es natürlich eine Kritik des Staatssozialismus, aber natürlich auch die Kritik des Marktsozialismus Jugoslawien. Der hatte ja viele Eigenheiten. Warum hat der, an welchen Punkten ist der wiederum an seine Grenzen geraten? Ja? An den Aufbruchs, wir haben ja auch so ein bisschen Kritik geleistet worden an den Aufstandsbewegungen, spontanistischen Bewegungen, die nach vorne weisen Momente, aber natürlich auch die sich selbst blockierenden Momente. Das heißt, wir brauchen eigentlich, deswegen steht das im Buch auch, also ein Begriff der Emanzipation als Differenz. Ja? Das ist ja auch ein Grund, warum mich Deleuze, Guattari und Foucault so interessieren, weil die eben nicht so sehr in Widersprüchen denken, sondern eben immer in Differenzen, Absetzung zu. Ich glaube, Emanzipationsprozess ist kein, wir können keinen Zustand beschreiben, sondern wir können immer nur die Absetzungsbewegung zu existierenden Zuständen beschreiben. Klar, trotzdem muss man natürlich über Kriterien reden. Es war vorher auch ein wichtiger Einwand zu sagen, spontane Bewegung, im Buch geht es ja im Übrigen auch gar nicht so viel um spontane Bewegung, sondern es geht darum um gesellschaftliche Praxen, die auch oft gar nicht besonders spontan sind. Aber gesellschaftliche Praxen, die sich ausweiten können, und natürlich sind solche gesellschaftlichen Praxen auch immer ambivalent. Ja, also die Open Source Community, die ist jetzt auch, obwohl da interessante Momente der Kooperation aufblitzen, sicherlich kein Ort der sozialen Emanzipation. Man erkennt ja auch, dass viele Leute, die Nerds sind, Computer-Nerds sind, eigentlich sehr schwierige soziale Umgangsformen haben und was weiß ich, das ist sehr begrenzt auf ihrem Bereich. Das können wir auch von ganz vielen anderen Sachen sagen. Ja? Also insofern geht es eher darum, diese einzelnen Dinge immer auch wieder kritisch zu hinterfragen. Wir brauchen eigentlich so eine Begeisterung für das Uneindeutige. Also ich glaube, die revolutionäre Herausforderung ist heute nicht mehr, sich bedingungslos hinter irgendwas zu stellen, sondern etwas zu verteidigen, obwohl man das Uneindeutige daran erkennt, das Ambivalente daran erkennt. Das kann man vielleicht jetzt auch ein bisschen verbinden zu der Frage mit dem, wo ich, als ich von dem kommunistischen Potenzial gesprochen habe oder von den Handlungen ohne Planungszentralen, da habe ich ja eigentlich über eine konkrete Erfahrung gesprochen. Wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr schwieriges Feld, weil man auch hier wieder dazu tendiert zu idealisieren, wenn ich also zum Beispiel über die Open Source Community spreche. Also darüber, wie ist Linux entstanden, wie entsteht Wikipedia. Wikipedia entsteht ja nach wie vor, Linux entsteht eigentlich auch immer weiter. Es sind also Leute gewesen, ein paar waren vielleicht Linke, aber viele haben da eigentlich keinen politischen Anspruch dran gehabt. Es waren Softwareprogrammierer, die haben sich zusammengetan, weil sie gesagt haben, Kooperation ist sinnvoll, wir haben auch Zeit für Kooperation, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass man sagt, also wenn die Gesellschaft, die menschlichen Grundbedürfnisse einigermaßen befriedigt sind, dann interessiert den Menschen gar nicht unbedingt, dass er Geld verdient, ja, wenn er genug Brot hat und Freizeit hat, dann macht er auch sinnvolle Dinge. Das ist ein wichtiges Argument, um diesen ganzen Leistungsdiskurs nicht nur in Frage zu stellen, sondern zu widerlegen. Was ist da geschehen in diesen Softwaregemeinschaften? Die Leute haben sich eben gesagt, Kooperation ist sinnvoll. Alle haben was von Kooperation. Es gibt einen Begriff des Gemeinguts, der Commons, der hat ja eine ganz lange Tradition. Die Weideländer zum Beispiel in vielen Bauerngemeinden, auch in Europa, auch in Deutschland,
Das ist Almende heißt es auf Deutsch. Das sind Kommen, das sind Gemeingüter. Die werden gepflegt, weil alle Leute sich dafür verantwortlich fühlen. Das gilt es sozusagen heute für die Softwareproduktion wieder neu zu entdecken und weiterzuentwickeln. Mit also einer gewissen renitenten Haltung, aber auch gar mit vielen Leuten, die das gemacht haben, die keinen politischen Anspruch hatten. Warum hatte das eine, meiner Ansicht nach, eine kommunistische Komponente? Naja, weil eben Gemeingüter hergestellt werden, die danach nicht getauscht werden. Also unsere Gesellschaft beruht auf Äquivalententausch. Auch die staatssozialistischen Gesellschaften haben vielfach eigentlich letztlich darauf beruht, dass man Äquivalent für die geleistete Arbeitszeit dann bekommen hat und davon sich was kaufen durfte. Die Commons, die Digital Commons, die beruhen nicht darauf. Die Leute, ist völlig egal, wie viel sie dazu beitragen, sie können, wir alle können Linux und Wikipedia benutzen und wir alle können dazu was beitragen. Ja. Das heißt also, hier ist sozusagen ein ökonomisches Grundprinzip offensichtlich außer Kraft gesetzt. Und das andere, was ich eben auch sehr interessant finde, es sind Prozesse, die geplant sind, aber die nicht ex ante geplant sind. Das schien ja im Staatssozialismus, war ja immer die Annahme, man muss Wirtschaften im Voraus planen, das sei effizienter. Wir haben später festgestellt, das ist nicht immer effizienter. Manchmal ist die spontane Organisation der Arbeit auch recht effizient. Es gibt auch Untersuchungen aus anderen menschlichen Bereichen und auch im Übrigen auch aus der Tierwelt, wo man feststellt. Wo man eben feststellen kann, Dinge können sich sehr gut selber organisieren, auch spontan selber organisieren. Das weiß man natürlich auch, das ist keine Allgemeinregel. Also zum Beispiel Massenbewegungen oder also Bewegungen von vielen tausend Leuten auf öffentlichen Plätzen bilden manchmal sehr rationale Muster aus. In dem Fall schon auch effizient. Dadurch strömen zum Beispiel große Menschenmengen aneinander vorbei. Aber es kann auch umschlagen. Es kann auch in einer Katastrophe münden, dann trampeln sich die Leute tot. Also daran sieht man, diese spontane Selbstorganisierung ist nicht immer sinnvoll, aber sie kann sehr sinnvolle Sachen hervorbringen. Die Frage wäre also, Arbeitsprozesse brauchen offensichtlich beides. Sie brauchen planende, koordinierende Elemente, aber sie brauchen auch Räume für autonome Entscheidungen. Also wenn Leute in Arbeitskollektiven zusammenwirken, die müssen auch Platz haben, das umzugestalten. Und in der Open-Source-Bewegung ist eben, finde ich, sehr interessant, da zeigt man also dass der alte Satz von Marx, dass die Produktivkräfte auch auf der Höhe sein müssen, um dann Emanzipation zu ermöglichen. Da kann man eben sagen, die neuen Informationstechnologien ermöglichen auch Formen der Planung, die keine Planungszentrale mehr brauchen. Also die Arbeitsprozesse werden horizontal zergliedert und setzen sich sozusagen durch andere kleinteilige Arbeitsprozesse wieder zusammen. Es gibt also keine Planungszentrale, die einzelnen Programmteile zusammensetzt, sondern auch die Zusammensetzung der einzelprogrammierten Stücke ist sozusagen ein kleinteilig organisierter, ohne zentrale auskommender Arbeitsprozess. Also das ist nicht unbedingt eine Regel für die Zukunft, aber es ist zumindest zeigt, solche Dinge sind möglich. Warum sind die dann nicht möglich außerhalb? Diese Frage wird ja von Leuten aus der Open-Source-Bewegung sehr offensiv aufgeworfen, finde ich eine interessante Frage. Kann man natürlich dann auch skeptische Antworten haben, aber da blitzen Dinge auf, die zeigen, zumindest die Diskurse, die wir immer verwenden, stimmen nicht. Ja? Also dass es immer Dinge gibt, Verfügungsgewalt geben muss, Planungszentralen geben muss, einen materiellen Anreiz geben muss, damit Wirtschaft oder wirtschaftliche Prozesse funktionieren, ist offensichtlich falsch. Gut, inwiefern redet man dann eben doch über Utopien? Ja, also ich denke, man redet Utopien, indem man an solchen Prozessen, die gerade stattfinden oder historisch stattgefunden haben, zeigt man eben die Dinge auf, die sinnvoll erscheinen und die Dinge, die eben auch problematisch erscheinen. Man kann Kriterien nennen, was uns interessiert, denn natürlich ist nicht jeder Aufbruch gesellschaftlich emanzipatorisch. Wir haben Kriterien, deswegen halte ich auch am Begriff des Kommunismus fest, weil die Kommunen eben auf Gemeineigentum, auf Gemeinschaftlichkeit, auf Demokratie beruht. Das waren die, glaube ich, drei wichtige Säulen der Pariser Kommune. Also insofern haben wir Kriterien, an denen wir das messen. Wir messen es an der Solidarität. Ja. Aber eben, ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, Baupläne zu liefern. Okay, arabischer Frühling, habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe dazu zu wenig Wissen, um da was groß darlegen zu können. Aber ich finde auf jeden Fall richtig, dieser Frage mit der Solidarität. Und ich glaube, die Solidarität stellt sich in dem Zusammenhang auch nochmal ganz anders dar. Ich finde, dass heute eigentlich die Frage für Griechenland oder Spanien wäre, von Argentinien zu lernen. Also die müssten eigentlich kapieren, wie in Argentinien die Leute gegen den IWF sich mobilisiert haben. Die müssten Leute aus Argentinien einladen, die ihnen erklärt, was passiert, wenn sich eine Gesellschaft weigert, Schulden zurückzuzahlen. Ja? Oder warum, inwiefern der IWF tatsächlich dann
obwohl ja jetzt hier die EU nochmal eine Sonderrolle hat, aber inwiefern der IWF ein zentraler Akteur ist und warum es so wichtig war, dass sich das in Argentinien und in anderen lateinamerikanischen Ländern am IWF so entzündet hat. Also insofern wäre das eine ganz andere Form von Solidarität, die gefragt ist, nämlich von den Kampferfahrungen und den Organisationserfahrungen und den Diskursen in anderen Ländern zu lernen. Jetzt hast du noch... Ja. Venezuela und was ich bin da, Gisela ist jetzt leider gegangen, die sich in Venezuela sehr gut auskennt und da eine sehr kritische Sicht hat, eine andere Sicht als ich. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass Venezuela ein offener Prozess ist. Ne? Ich glaube auch, dass der popularpopulistische Charakter des Chavismus nach wie vor eigentlich was Interessantes auch ist. Und natürlich widerspricht es erstmal allem, so was man so als Linke für richtig hält, Militär, sehr militärischer Diskurs. Aber ich glaube, dass wenn man es in der Praxis anguckt, funktioniert es nach wie vor als ein Prozess der Selbstermächtigung ermöglicht. Warum? Weil dieser popularpopulistische Diskurs sehr offen ist. Ja, also Chavez funktioniert seit 15 Jahren als eine kollektive Projektionsfläche. Und ein Kollege von mir aus Venezuela meinte neulich, sie unterscheiden mittlerweile sogar zwischen der bolivarischen und der sozialistischen Phase und sagen, die bolivarische Phase ist eigentlich revolutionärer als die sozialistische. Warum? Weil der Bolivarianismus so offen interpretiert ist, dass dort tatsächlich die Praxen der Selbstermächtigung von vielen Platz haben. Und jetzt, wo der sozialistische Diskurs stärker wird, werden eigentlich diese Dinge beschränkt. Ja, also sie finden das eigentlich, dass gerade in der Ambivalenz des Populismus interessante Potenziale stecken. Das ist ja auch das Argument von Ernesto Laclon im Argentinier, der eben auch sagt, man muss eigentlich den Populismus in diesem Ambivalenten auch erkennen, dass das einfach auch der Charakter der komplexen Gesellschaften ist und dass deswegen auch relativ naheliegend ist, dass sich dann eben so populare Strukturen rausbilden. Sind die gefährlich? Na klar. Also natürlich hat das eine gefährliche Komponente, wenn es eine Führungsperson gibt. Ja, Caudillismus ist ein Schlagwort. Andere haben jetzt gesagt, wir müssten eigentlich von dem linken Bonapartismus reden. Zum ersten Mal wird die Rolle des Bonaparte von jemandem wahrgenommen, der tatsächlich aber auf der Seite der Unterschichten steht. Ja, nicht von Eliten oder von führenden Klassen. Also es ist natürlich ein ambivalentes Phänomen, aber es ist nichtsdestotrotz hat es in der Gesellschaft Selbstermächtigungsprozesse und Umverteilungsprozesse ermöglicht. Insofern kommt man da, glaube ich, nicht drum herum. Mit Faschismus hat es nichts zu tun. Ganz einfach aus dem Argument, weil sich in lateinamerikanische Gesellschaften der Nationenbegriff antiimperialistisch ist, ja, und weil er auch multiethnisch ist. Also die Anrufung der venezolanischen Nation ist einschließend. Eine der ersten Maßnahmen, die Chavez gemacht hat, war die 3 Millionen illegalen Einwanderer zu legalisieren. Ich meine, allein schon da sollte man sagen, also da relativiert sich linke Kritik. Es kann ja sein, dass da Fresspakete verteilt werden. Ich habe es allerdings übrigens auch mit den Demonstrationen auch anders erlebt. Ich habe erlebt, dass die Leute in den Armenvierteln Busse gekapert haben, um in die Innenstadt zu fahren. Es war also nicht so, dass ihnen Busse zugeteilt wurden, sondern die Leute haben sich selbst ermächtigt und gesagt, hey, fahr uns mal runter. Und der Kollege Busfahrer hat es dann gemacht. Also die Dinge sind vielschichtiger. Ja? Und ich glaube, da stecken nach wie vor emanzipatorische Momente drin und natürlich kann das degenerieren, natürlich ist diese Zuspitzung auf eine Person auch sehr problematisch, wenn Chavez jetzt tatsächlich schlimmer erkrankt und stirbt, wer weiß, ob dieser Prozess da nicht am Ende ist, dafür spricht einiges, aber nichtsdestotrotz hat das, wie gesagt, mit Faschismus oder mit autoritären Führungsstrukturen, wie wir sie aus Europa kennen, wenig zu tun. Zu Kolumbien, ob das eine Sondersituation ist, naja, möglicherweise, aber muss man auch nochmal sagen, die FARC ist ja nicht die einzige linke Organisation, die auch so einen Führungsanspruch formuliert. Also es gibt eigentlich, die gesamte Linke hat eigentlich so ein, egal ob sie militärisch oder politisch auftritt, hat eigentlich so einen Führungsanspruch. Und das, also auch unabhängig von der FARC, eine problematische Situation, obwohl es viele Organisationen gibt. Zu Bolivien sage ich nichts, weil ich mich da jetzt nicht so gut auskenne und weil uns Angie wieder dazwischen ruft, dass ich zu viel rede. Klar. Ja. Also, wer immer eine nicht-kapitalistische Gesellschaft lebt, wird ja wohl kaum darum herumkommen, sich darüber Gedanken zu machen, wie das spekulative Finanzkapital abgeschafft werden kann. Das gehört, wenn man nicht völlig utopistisch bleiben will, denke ich dazu. Und natürlich auch, wie die Banken entweder Gemeineigentum oder erst dann als Staatseigentum überführt werden können und so weiter.
Welche Ansätze haben Sie da in solchen ganz konkreten auch Übergängen zu einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft? Also Kommunismus mit C geschrieben, ja? Also wie Sie das jetzt verwenden, im Rückblick auf die Pariser Kommune bedeutet also sozusagen kein Gesellschaftsmodell zu entwickeln und irgendwie in dieser ganzen sozialistischen Tradition zu argumentieren, sondern von den Bewegungen auszugehen, die heute empfindlich profitieren, die Bewegungen, die Gemeinschaftseigentum herstellen. Das ist richtig. Ne? Das heißt also, man hätte keine Beschreibung eines Gesellschaftsmodells, sondern man hätte eine Typologie von Bewegungen oder einen Bewegungsansatz, also der irgendwo in eine andere Gesellschaft führen soll, das ist so der Gedanke, aber entscheidend sind die Praktiken, also die man jetzt vorfindet, um die zu stärken. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, und dass das so ein bisschen auch das Motiv ist, in Lateinamerika sozusagen nach Bausteinen für dieses Modell zu suchen. Das Rhizom-Konzept, das geht ja im Grunde, ich meine, auch wenn es erst in den 70er Jahren entstanden ist, durch die Arbeiten von Gattari und Deleuze, auf 68er Erfahrungen. Also auf eine spezifische Verschränkung von politischem Protest, kulturellen Bewegungen, aber auch Körperpolitik und so weiter. Ne? Und insofern ist das ja auch, wir verfügen ja sozusagen schon über 40, 50 Jahre Erfahrung, also mit diesen neuen rhizomatischen Strukturen. Ich möchte noch ein Wort zu Berlin sagen, weil mir das auch interessant erscheint, also so eine Diagnose so aufzubauen, wie Sie das machen, von der Krise der Repräsentation auszugehen und auf der anderen Seite von der Unvorhersehbarkeit von Handlungspotenzial, politischen Handlungspotenzial. In Berlin haben wir ja relativ viele Leute, ich bin selber politisch aktiv, die unheimlich viel reden, aber nicht handeln. Sie sind nicht aktiv, sie produzieren nichts. Sie produzieren wenig gemeinsame Handlungen und Aktivitäten, die wirklich Entscheidungen erzielen. Aber es gibt Gegenbeispiele, die auf einer ganz konkreten Ebene in der Tat liegen, und die sehr attraktiv sind. Also zum Beispiel die Offenlegung der Wasserverträge. Ja. Dass eine linke Regierung, also Verträge nicht offenlegt, das für mein Wohl, muss man einfach mal nachhaltig verhindern, indem man dafür kämpft, dass nur noch solche Verträge wirksam werden dürfen, die vorher veröffentlicht wurden. Zum Beispiel. So. Zweiter Punkt, Mediaspray versenken. Alte Forderungen eigentlich, die aber vom Senat abgewiesen worden sind. Das Bürgerbegehren war extrem erfolgreich. Und vital in den öffentlichen Aktivitäten, mit Protestaktivitäten auf der Spree und in den Bezirken, hat natürlich nur Teilerfolge erreicht, aber einen unglaublich Anstoß gegeben für eine Diskussion, was wir eigentlich für eine Stadt wollen und was auch die gemeinsamen Orte einer Stadt sind und wie sie zugänglich sein sollen. Dritter Punkt, ich bin auch dann damit zum Ende. Also das versteckte Geheimthema des zukünftigen Wahlkampfes in Berlin sind die Mieten. Und das vollkommene Fehlen einer sozialen Wohnungsbaupolitik oder überhaupt eines politischen Handelns in Hinsicht auf die Wohnsituation. Ja? Und da gibt es nur zahlreiche Modelle und Praktiken und Bewegungen, die auch greifbar sind, von Häuserbesetzung bis zur alternativen Baukonzeption. Also ich will damit sagen, wir haben eigentlich eine Situation, wo relativ viel Unvorhersehbares passiert ist schon, und auch weiter passieren könnte, und dass es überhaupt Akteure gibt, die sich sozusagen im Feld erproben, stimmt mich auch sehr optimistisch im Hinblick auch darauf, wenn größere Krisen passieren, dass das sofort expandiert. Das Problem ist nur, wenn man die Dialektik, die so vorhin aufgespannt wurde, zwischen Avantgarde oder Nachhut, an der Linken festmacht, da hat man ein Problem. Also sozusagen die Vorstellung, die Bewegungen sind fresh vor mit den Fantasien, und dann kommt die Linke, die das sozusagen institutionell vorstellt. Die Linke tut das nicht im Weg. Also die blockiert diese Prozesse durch diese autoritären Strukturen, die sie hat. Faktisch ist es so, dass alle Bewegungen in Berlin sind institutionell eher verknüpft mit der hohen Ambivalenz der Grünen. Weil die Grünen sind zum Teil ein bisschen konservativ und zum Teil ein bisschen linksradikal nach wie vor. Röbele und Kimas wären vielleicht zwei Figuren. Das ist viel attraktiver für die Eröffnung von politischen Aktivitäten und für die Suche nach Kooperationspartnern, bei einem verflüssigten Gerät von Politik im Sinne ihrer Kunst. Das waren jetzt meine provisorischen Nachrichten, da können Sie nochmal dazu. Also ich glaube nicht, dass bei den Grünen ein größeres Potenzial liegt als bei der Linkspartei, aber
Ich glaube, dass die Frage sich sowieso anders stellt. Das bedeutet eben auch Perspektivwechsel. Und das kann man im Prinzip, das kann man eigentlich auch in Lateinamerika beobachten. Es kann manchmal eine produktivere Konstellation geben, eine Rechtsregierung politisch unter Druck zu setzen, als eine Linksregierung oder eine Mitte-Links-Regierung zu haben. Ne? Also es ist, sagt nichts darüber aus, ob emanzipatorische Prozesse vorankommen, ob soziale Errungenschaften durchgesetzt werden, ob man eine Mitte-Links- oder eine Links- oder eine Rechtsregierung hat. Nicht zwangsläufig. Ja? Kommt auf die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse an. Und da kann es durchaus so sein, dass eine Christdemokratie linker steht als die Sozialisten. Zum Beispiel in Spanien, in den Regionen ist das durchaus zu beobachten. Baskenland mit einem sehr hohen Politisierungsniveau. Da stehen die baskischen Christdemokraten in vielen auch sozialen Fragen links von den spanischen Sozialdemokraten, von der PSOE. Und haben Koalitionsregierung gehabt mit der Izquierda Unida, obwohl Izquierda Unida im Baskenland deutlich linker ist als auf gesamtspanischer Ebene. Also hier sieht man, es sind nicht diese Parteien. Und deswegen muss man eben, wie gesagt, auch die ganze Perspektive und die ganze Vorstellung davon ändern, was das Politische ist, was das Politische ausmacht. Und es geht eben, da finde ich eben auch, nicht nur um Kräfteverhältnis, sondern eben auch um produktive Konstellation. In Venezuela hat das Vorankommen natürlich auch was damit zu tun gehabt, dass ein bürgerliches System in der Krise war oder kollabiert ist. Aber es hatte nicht unbedingt was mit einer Stärke der Linken zu tun. Also insofern ist diese Vorstellung der Kräfteverhältnisse, diese gramscianische Beschreibung der Hegemonie eigentlich auch unzureichend. Es ist wirklich interessanter, sich das als Konstellation vorzustellen, wo sich Dinge produktiv miteinander verketten können. Auch deswegen finde ich den Lös ganz interessant. Aber die Frage war ja vorhin nochmal, was bedeutet das konkret? Ich glaube, die Dinge sind eigentlich so klar auf der Hand, dass man sich das manchmal ein bisschen spart zu sagen. Natürlich wissen wir eigentlich ganz gut, was zu tun ist. Das Problem ist ein bisschen, dass es eben keine große Relevanz hat, was wir sagen. Aber es ist natürlich so, dass es in der Krise ganz interessante Möglichkeiten gab des Umbaus, des gesellschaftlichen Umbaus. Man hat für die Automobilindustrie Milliarden zur Verfügung gestellt. Man hätte sagen können, wenn die Gesellschaft zahlt, soll die Gesellschaft auch entscheiden. Man hätte sagen können, okay, natürlich, meinetwegen, Opel wird gerettet, aber das bedeutet, die Firma geht in Gemeinschaftshände über. Wir haben gesehen, der Staat ist nicht unbedingt ein guter Garant dafür, dass Dinge besser werden, dass die Dinge vergesellschaftet werden. Okay, dann übergeben wir es halt in eine Form der demokratischen gesellschaftlichen Kontrolle, bedeutet Selbstverwaltung der Belegschaften, aber auch gesellschaftliche Debatte. Opel muss eine Konversion haben, nicht mehr Autos herstellen, sondern eben eine ökologische Produktion, die uns auch gesellschaftlich weiterbringt. Da hätte man alle Legitimationen der Welt zu gehabt. Wenn die Gesellschaft zahlt, soll die Gesellschaft auch entscheiden. Also man hätte das bei den Banken auch machen können. Man hätte bei den Banken sagen können, wenn das große Finanzkapital irgendwie sich zerstört, umso besser. Ich meine, dann ist wieder Raum frei, dass die Gesellschaft über Kreditvergabe auch gesellschaftlich entscheidet. Das ist jetzt interessant an Deutschland ja auch oder auch in den europäischen Ländern, dass es da durchaus sogar Strukturen gibt, dass wir nur völlig vergessen haben und natürlich auch die Strukturen selber völlig vergessen haben, welchen politischen Gehalt sie eigentlich mal haben sollten. Also wenn Genossenschaftsbanken existieren oder öffentliche Banken, dann ist das ja eigentlich, dass man mal gedacht hat, gewusst hat, dass man über die Kreditvergabe und über die Geldvermehrung gesellschaftlich steuern kann, Arbeitsprozesse steuert. Ja, heute wissen wir vielleicht, okay, das funktioniert nicht so gut, wenn man das in Händen von Bürokratien lässt oder wenn das verstaatlicht ist, aber das bedeutet ja nicht, dass der Gedanke daran falsch wäre. Also es gibt einen sehr guten Aufsatz von Michael Kretke, der gibt also durchaus auch Leute, die sich ein bisschen weiter vorwagen als ich. Michael Kretke, Ökonom, der in England lehrt, ein Deutscher, der eben aufzeigt oder diskutiert, wie Wirtschaftsdemokratie, Wirtschaftsdemokratisierung einhergehen könnte mit öffentlichen Fonds und genossenschaftlichen Banken, über die dann Geldvergabe politisch gesteuert würde. Und zwar politisch-demokratisch gesteuert würde. Nicht vom Staat, sondern eben durch gesellschaftliche Debatten. Das würde jetzt noch nicht der Sozialismus unbedingt sein, aber es wäre immer ein Schritt hin, um Dinge ganz politisch zu definieren. Und das wäre, dann würde mit Sicherheit die Marktbeziehungen deutlich zurückschrauben. Die anderen Sachen, die genannt worden sind, stimmen natürlich auch alles. Also natürlich ist es eine Form der demokratischen gesellschaftlichen Aneignung, wenn sich Leute auch, was für konservativen Argumenten, Motiven auch immer, in Baden-Württemberg sagen, Wasserbetriebe sind privatisiert worden, wir bauen jetzt wieder gemeinschaftliche Wasserbetriebe auf. Und nicht unbedingt nur in den Händen der Kommunen, weil dann haben wir wieder die städtische Bürokratie, sondern wirklich in den Händen der Bevölkerung. Gibt es auch Modelle? Also,
Ja, gibt es, aber es gibt auch die anderen Modelle. Also auf jeden Fall gibt es so viele Sachen, die uns auch alle völlig auf der Hand liegen erscheinen. Natürlich sind die Kämpfe auch wichtig. Also was bei Marx so wichtig war, die Leute in den Arbeitskämpfen, findet die Klasse zu sich selbst als Akteur und entwickelt demokratische Formen der Aushandlung und der Definition. Das stimmt natürlich auch. Die Leute auf der Plaza de Sol, heißt sie, glaube ich, in Madrid, Puerta del Sol, genau, Entschuldigung, die lernen natürlich auch, dass Politik was ganz anderes ist, als das, was ihnen immer erzählt worden ist, was Politik ist. Oder in Argentinien, da haben wir die Bewegung gehabt, die nicht nur sich die Straße genommen hat, sondern die haben sich dann auch die Fabriken genommen. Es gibt ein ganz gut funktionierendes Netzwerk von selbstverwalteten Fabriken, kann auch wieder zerfallen. All diese Prozesse, die Emanzipationsprozesse, sind nicht auf die Zukunft festgeschrieben. Aber hier blitzen die Dinge nicht nur auf, sondern hier konstituieren sich auch Dinge, die drüber hinwegweisen. Natürlich haben wir dann auch wieder das Problem, okay, in den Genossenschaften, wenn die untereinander in Kontakt treten, haben die auch wieder marktförmige Beziehungen, dann ist der Kapitalismus nicht überwunden. Aber das zu wissen, ist ja auch schon eine Möglichkeit eines weitergehender Schritte. Ja? Also deswegen denke ich, es muss sich zusammensetzen, ein gesellschaftliches Projekt aus der Widerständigkeit, Praxen der Selbstorganisation, aber eben natürlich auch so Sachen, wie gesagt worden ist, natürlich ist es wichtig, die Finanzmärkte da Sand ins Getriebe zu streuen, die zu entmachten, Gemeineigentum zu stärken. Ja? Also diese Dinge sind alle nicht falsch. Es gibt vielleicht das, was uns fehlt, ist eben dieses strategische Verständnis, diese Dinge zusammenzubinden. Und das ist eben der Aufsatz von David Harvey ganz schön. Der hat auch keine tollen Antworten, der kann auch kein Gesamtbild entwerfen, aber er sagt, okay, es sind verschiedene Ebenen, wie der Kapitalismus sich durchgesetzt hat, historisch gegenüber dem Feudalismus. Auf ähnliche Ebene wird auch eine Überwindung des Kapitalismus stattfinden, wenn es sie mal gibt. Und es geht einfach darum, diese verschiedenen Ebenen, die es gibt, strategisch miteinander in Verbindung zu setzen, als Ganzes zu denken und sich selbst verstärken, zu organisieren. Große Herausforderung, ein bisschen unkonkret noch, aber Ansatzpunkte haben wir genug.